Buch. Dann kann ich das auch hier direkt so machen. So. Und dann hier hoch. Ja, dann haben wir hier schon auf. Ach so, ich habe hier eh noch mehr Slabs. Ich dachte gerade, meine Slabs sind schon ausgegangen. Nee, ganz sehr gut. Kacke, wir sind Helden. Helden der Nacht. So. Ups, hier ging's hoch. Da kommt eins drauf. Und die Frage ist, wie weit soll es zum Bürgermeister hochgehen? Ich denke noch eins. Und dann war es das aber auch. Wir wollen nicht übertreiben. Und jeder, der hier baut, soll sich halt dran halten, dass dieses Bürgermeisterhaus, was nach hier kommt, nicht größer sein darf. Dass die anderen Häuser nicht größer sein dürfen als das Bürgermeisterhaus. So. Nein! Ah, scheiße. Sind jetzt quit, okay. Gasfieber hat Lux erschlagen. Gasfieber wurde von Lux erschlagen. Ich kann aber vielleicht Kill All machen. Wäre bestimmt auch lustig. Nein, mache ich natürlich nicht. Ja, der kriegt ja einen Balkon hin. Was heißt Balkon? So eine Terrasse erstmal vor seinem Haus. So, ach, das sind beides halbe Blöcke, oder? Ich weiß es gerade nicht genau. Egal, passt ja schon. Ich baue ihn mit Slabs. Und Wolfenstein oder Stein wollte ich mal so ein kleines Thema anreden. Was haltet ihr von dem Spiel? Ist ja sehr nazihaft und ja eh in Deutschland verboten. Findet ihr das gerechtfertigt? Also eine Meinung, klar, die muss ich glaube ich nicht sagen zu dem Spiel, aber es gibt glaube ich immer noch ein paar Leute unter euch, die verstehen nicht, warum das nicht in Deutschland legal ist. Und die Leute haben auf jeden Fall einiges nicht verstanden. Ich weiß gerade nicht, warum ich das Thema überhaupt anrede. Einfach nur, weil es letztens rauskam und wir das einfach mal so aus Spaß unter Freunden angesprochen haben, dieses Thema. Und da kam ich gerade irgendwie drauf. Ich denke, irgendwie ist das nicht so das ideale Thema. Ich meine, das ist halt ein Spiel, was man nicht unbedingt spielen sollte. Naja. Wolfenstein, ja, dieses wundervolle Spiel. Ich wollte ja eigentlich mit einem anderen Holz bauen, fällt mir so gerade wieder ein. Ist jetzt aber auch egal. 1, 2, 3, 4. Noch eins nach hier. Das war ein Reim. Das Haus muss natürlich übertrieben fett werden. Reicht das denn von der Breite? Mann, ich habe ja noch gar nichts. Und ich falle da und überall runter. Das ist kacke. Das muss, glaube ich, noch breiter werden. Hier vorne muss das auch noch überall. Das muss ein fettes Haus einfach nur werden. Ja, aber das, was ich hier mache, ist im Moment eh erstmal die Terrasse. Die prügeln sich einfach die ganze Zeit, wa? Läuft bei denen. So. Oh nee, das gibt's doch wohl nicht. Boah, diese Welt sieht ja schon übertrieben Hammer aus. Und ich glaube, es gibt noch gar nicht so viele Folgen insgesamt. Finde ich natürlich ein bisschen schade, dass nicht immer alles aufgenommen wurde, was hier gebaut ist. Aber wenn man sieht, was es hier alles schon gibt, das ist schon krass. Das ist schon sehr krass, Leute. Dafür, dass das Projekt eben noch nicht so lange gibt. Alter, was wird dann noch alles kommen? Denn ich glaube nicht, dass wir das so schnell aufgeben werden. Und wenn wir es leider doch machen müssten, dann würden wir anstatt dessen wahrscheinlich uns auch ein neues Projekt suchen oder ein neues Projekt starten. Weil Creepworld hat sich hier einfach gelohnt. Oder lohnt sich immer noch. Und ich meine, ich brauche doch gar nicht drüber nachzudenken, mit Creepworld aufzuhören. Weil Creepworld ist im Moment sozusagen unser, so ein bisschen Traum kann man das nennen. Einfach auf einem fetten Server mit 1000 letzten, naja, es ist 1000, mit einigen anderen Playern zusammenspielen.
Wir wollten immer übertrieben groß werden. Jetzt, dieses Projekt ist jetzt plötzlich geboomt. Also es ist jetzt riesig geworden. Weil einfach sehr viele Leute bei sind, immer noch mehr kommen. Und ich finde, es sind mittlerweile sogar schon zu viele. Wir haben jetzt auch gesagt, wir nehmen jetzt erstmal keinen mehr auf. Aber ich sehe schon, morgen steht plötzlich, hey, neuer Mitspieler. Und zack, ist er in der Gruppe drin, ohne dass man da was gegen sagen kann. So, das ist natürlich schade, weil man da nicht drüber entscheiden kann. Denn wenn es zu viel wird, dann verliert man wirklich die Übersicht. Und ich habe das ja schon selber gemerkt. Ich kenne leider nicht alle, die dabei sind. Ist jetzt natürlich so schlimm und nicht, dass ich alles kontrollieren müsste. Ich finde es einfach nur cooler, wenn du einfach die Leute kennst, mit denen du spielst. Und so ein bisschen auch kennenlernen kannst. Und teilweise hat man ja nicht mehr die Möglichkeit dazu. Und das ist ja genau das, was ich schade finde. Aber ich denke, es passt schon. So. Jetzt mal gucken, das hier kann wieder abgebaut werden. Na, scheiße, ich hab's verloren. Ich bringe jetzt nicht hinterher. Das ist jetzt eine Ecke des Hauses. Ecke des Hauses, Alter. Dann machen wir das Ganze so, genau so wieder auch. Und zack, zack, zack. Wie weit haben wir das denn aus anderen runtergebaut? Ja, nur so ein bisschen erstmal. Stört ja erstmal keinen, wenn das nur so ein bisschen ist. Ach, da hinten haben wir es gar nicht unter Wasser sogar gebaut. Das ziehen wir aber auf jeden Fall noch weiter nach unten. Weil sonst sieht das unrealistisch aus. So. Muss halt sein, weil ich glaube, von oben sieht man es eh nicht so genau. Ah, doch. Aber wenn man einen Shader drin hat, welchen ich jetzt auch, ich weiß gar nicht, was wir gerade für ein Wetter haben, reinpacken kann, werden wir, glaube ich, jetzt anhand des Shaders merken, wie das Wetter gerade ist. Ja, sehr grau alles hier. Wahrscheinlich regnet es gerade. Ja, guck, jetzt sieht man hier durch die Spiegelei, kann man den Boden nicht sehen. Aber es ist leider sehr trüb. Und so die Rechte auf, wie heißt es, Slash Sun, die hätte ich zwar, aber die werden wir nicht benutzen, weil das Survival ist. Felix will gerade wissen, Foxy Lou, ach so, Foxy Lou, ich dachte gerade, Gasbieber fragt Felix, ob, okay, das hätte überhaupt keinen Sinn ergeben, weil die kennen sich ja. Ne, eine Suppe. Also nach hier kommt es auf jeden Fall. Ah, wir waren sogar noch richtig auf der perfekten Höhe, okay. Hier kommt gleich eine Tür rein. Das heißt, hier können wir erstmal noch eine Ebene reinsetzen. Dann könnte man das so lassen. Die Tür muss mittig. Guckt euch das an. Guckt euch diese Breite an. Die ist einfach genau so, dass es keine zwei Blöcke in der Mitte gibt und wir eine Tür machen müssen, die eins breit ist. Und das finde ich scheiße, weil dann sieht das Ganze nicht mehr so episch aus. Och nee, das ist echt mies jetzt. Ach, hätte ich vorher drauf achten sollen. Ist jetzt aber auch egal. Gib mir hier die restlichen Blöcke her, du. So, ich brauche nicht alles mit Slabs zu bauen. Weil jetzt nur das. Soll ich das? Nein, ich baue hier nicht hoch. Das wäre dumm. Fenster. Huch. Ach, das gibt es doch einfach nicht, Leute. Wieso verbaue ich mich ganze Zeit? Naja, jeder verbaut sich. Sollte ich jetzt nicht so traurig drüber sein. Wann bin ich durch? Jetzt, okay. Nach hier kommt noch ein Slab rein. Dann kommt hier drüber die Wand. Weil sonst sieht das von außen kacke aus, wenn man hier keinen Slab mehr hinmacht. Man spart sich natürlich einen Rohstoff. Aber so sieht es einfach cooler aus. Also das ist jetzt das Rathaus. Und ich mache das so. Sieht einfach besser aus mit dem Übergang. So, drei. Ja, passt. So, von der Seite müssten wir jetzt noch alles mit diesem Holz hier
also mit diesen Slabs füllen. Und das Haus wird auch mehr Etagen haben als diese eine. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Hier werden noch Fenster reinkommen und drumherum auch noch. Und dann wird man am Ende einfach eine epische Sicht haben. Ich setze mal ein bisschen runter, denn normalerweise sollte er weiterladen mit 14 oder auf 16, wie ich das vorher hatte. Hey, guck mal, da hinten läuft jemand. Er kann fliegen. Hey, Moment mal, der ist in unserem Haus. Dieb. Sterbe. Geh, sterben. Nein. Ich wünsche niemand was Schlechtes. Außer unseren Dieben. Böse, böse, böse. Aber wieso sehe ich nicht so weit? Ah, die Sonne ist aufgegangen. Guck mal, Leute. Es hat aufgehört zu regnen anscheinend. Ist schön hell alles. Wow, jetzt blendet die Sonne sogar. Alles sehr, sehr hell. Und ich habe keine Slabs mehr, Leute. Alter, besser ging es jetzt gerade nicht. Okay, ich stelle doch mal die Grafik höher. Hat wohl nichts gebracht. Huch, extrem. Sollte schon passen. Solange es jetzt nicht zu stark leckt. So, gib mal her. 54. Na, es sind nicht so viele Reichen erstmal. Komm, Welt, generier dich. Komm klar. Wir wollen nur eine schöne Aussicht von dir haben. Wir bewegen es eh nicht, also ist es auch völlig egal. So. Okay. Wegen diesem Okay gerade. Ich verstelle mal meine Stimme oder mache so dumme, tiefe Töne, wenn ich nichts besser zu tun habe. Keine Ahnung. Also einfach mal so auf Sparstimme verstellen. Damit mache ich keinem explizit nach, denn nicht hier Tuttle oder German Let's Play, denn ich kannte die eigentlich nicht, bevor mich jemand darauf hingewiesen hat, dass ich so ähnlich klinge, wenn ich so rede. Also das, ich habe mal so geredet, einfach aus Spaß. Und da meinte mir jemand, hey, du klingst wie German Let's Play. Lol. Nee, das ist nicht so das, was ich eigentlich machen wollte. Ja, so direkt spreche ich eigentlich auch selten, das war gerade absichtlich. Aber wenn ich meine Stimme vorstelle, denken einige immer, oh, voll der Nachmacher, der und der ist verstellt die Stimme. Warum darf nicht einfach jeder die Stimme vorstellen? Also ich verstehe nicht, warum sich da manche Leute drüber aufregen. Ich denke, das ist einfach Unterhaltung, das gehört dazu, wenn man so mal ein bisschen die Stimme verstellt oder nicht, oder? Ja, manche meinen auch, ich würde wie Gronkh klingen, das weiß ich nicht und ich kann das nicht bestätigen. Okay, das könnte ich eigentlich rein theoretisch schon bestätigen. So ein bisschen ist es mir aufgefallen, klinge ich zumindest so ähnlich, aber nur wirklich so ähnlich. Und ich mache das auch kein bisschen mit Absicht oder sonst was. Ich bin einfach ich selber und wenn da jemand noch rummotzen will an mir, was ich irgendwie falsch mache, soll das ruhig tun. Also ich meine, Kritik nehme ich gerne an und sowas, da freue ich mich auch immer drüber. Aber so ein paar Sachen sind nicht nötig. Naja. So, hier sieht man, Garspieper wurde wieder vom Lüxel, also vom Felix, erschlagen. Was geht da schief mit denen? Ganz ehrlich, was geht da schief mit denen? So. Ja, das Haus wird auf jeden Fall noch fett und dadurch, dass ich nur den Boden hier setze, dauert das ewig. Und komme zeitlich gesehen auch nicht so weit voran. Das ist ein bisschen schade, aber ich denke, passt schon. Und diese Aufnahme wird auch nicht mehr allzu lange gehen. Ich habe jetzt schon einiges gemacht und auch einiges geschafft. Und ich möchte meinen ganzen Tag nicht hier drin in der Bude hocken, auch wenn ich Videos für euch mache und mir das hier Spaß macht. Denn es ist geilstes Wetter draußen. Und ich würde am liebsten jetzt einfach nur noch chillen. Naja. Ich mache jetzt hier erstmal noch etwas kurz weiter. Alter, wie die sich einfach ganze Zeit gegenseitig töten. Soll ich auch mal mitmachen? Ich frag die einfach mal hier so. Soll ich auch mal mitmachen? Ich glaube nicht, dass die gegen mich ankommen. Jetzt mal total egoistisch mit seinem Dia-Schwert, Schärfe 2 und Dia-Rüstung alles auf Schutz 1 verzaubert, also. So, noch eine Reihe kurz.
Moment. Devin, okay, die wollen, dass ich mitmache. Ich habe wichtige Sachen dabei, aber egal. So, ich brauche einen Block ausgerüstet. Ich habe immer lieber gerne einen Block ausgerüstet. Ja. Okay, TPA, Gastreaken. Ich frage natürlich an. Ich könnte natürlich auch TP einfach machen. Aber wenn ich das zu anderen Spielern mache, mit denen ich gerade nicht telefoniere, dann mache ich das nicht, weil TPA ist einfach für alle so festgelegt. Grüße teilen wir dann, okay? Hahaha. Sachen werden schön zurückgegeben. Würde ich ja auch tun. Nehmt. Okay. Ach, Gaspeaker kann das gar nicht annehmen. Stimmt. Dafür mache ich zu Foxy Lou. Ah, mit 17 Level würde ich dann natürlich verlieren. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber egal. Ich mache jetzt alle. Da vorne, ich sehe sie so schon. Zumindest auf der Map drauf. Hallo, wo sind wir denn hier? Ach so, wir sind hier. Und da hinten ist meine kleine Hütte. Der hat nur 4 Leben, wie süß. Wie süß, 4 Leben. Also ich dachte, wir kämpfen jetzt, so habe ich es zumindest verstanden. So lustig. Okay, komm. Komm, Foxy, du. Ja, sticke. Geh sterben. Okay. So, beide sind mal tot. Was hatte ich denn von denen für Sachen? Diamantschwert hatte ich. Der will nochmal sterben. Okay. Jetzt wird es langsam Nacht. Jetzt soll ich mal ganz schnell den Shader rauspacken. So. Okay, ich gebe die Sachen zurück. Die 5 Diamanten waren nicht von mir. Das war nicht von mir. Das war auf jeden Fall von mir. Die werde ich auf keinen Fall rauswerfen. Eisen weiß ich gar nicht. Und ich glaube, mehr hatte ich von denen auch nicht. Die mehr hatte ich nicht. Liegt im Wasser. Nee, der Rest war auch wirklich von mir. Denke ich, ja. War alles von mir. So, ich mache das Licht back. 5 Sekunden. Ey, ich habe mich doch gar nicht bewegt. Was hat der denn? Mein Gott. So. 4, 3, 2, 1. Danke. Ist das denn ernst? Das ist nicht back. Schwimme ich eben wieder dahin. So eine Scheiße aber auch. Okay, bisher sieht das hier noch nicht toll aus. Aber ich denke, wenn ich das hochziehe, wird das cooler aussehen. Tja, ja, hat er nicht gecheckt, dass ich hier hinten stehe und den abknalle. So. Oh, Shader, sieht das langweilig aus. Ja, dramatische Musik für den Kampf. Ah, nee, der war viel zu kurz. So. Nee, schaffe ich von hier aus auf keinen Fall, es ist viel zu weit. So. Und dann denke ich, beende ich jetzt wirklich die Aufnahme. Ich habe wirklich einiges geschafft. Und als nächstes werde ich dann hier weiterbauen. Werde ich dann hier das Rathaus hochbauen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben eben noch ein kleines Kämpfchen gemacht hier und angefangen mit unserer kleinen Seestadt und halt noch was gefarmt. Aber das meiste am Holz ist jetzt schon wieder aufgebraucht. Also, super, Leute. Klar, wir haben noch Birkenholz, aber ich weiß nicht. Vielleicht kann ich mit irgendwann tauschen, Birkenholz gegen Eichenholz. Wäre natürlich sehr lustig. Und dann hoffe ich, dass niemand hier unser angefangenes Rathaus grieft. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, wir spielen weiter Creep World. Tschüss.